Moin, Brickbegeisterte und humorige Häuschenheilige. Ja, heute geht's dann endlich mal wieder weiter in unserem Modular Building Serie oder Modular Building oder modulares Gebäude. Ja, als krönenden Abschluss können wir natürlich nicht anders umhin als mit dem Lego Set 10255, dem Stadtleben oder das Assembly Square auf Englisch Leben, das bis dato größte Set von Lego als modulares Gebäude mit 4002 Teilen. Ja, und so der erste Eindruck ist schon ganz nett. Erschien 2017 als Jubiläumset zum 10-jährigen Bestehen, in Anführungszeichen, der modularen Gebäude von Lego. Das erste war ja das Corner Café, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da finden wir auch gleich noch ein paar nette kleine Anspielungen drin. Schauen wir uns aber auch gleich in Ruhe an. Ja, 2017 erschienen, ist immer noch erhältlich, liegt bei bummelig regulär 250 Euro. Jetzt aufgrund Mehrwertsteuersenkung, bla 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 blub. 200, was war das? Moment, ich kann es euch gleich genau. 233,94. Kann auch sein, dass es sonst 239 kostet. Kann auch sein. Egal, also bummelig 240 Euro, sagen wir mal so. Für 4002 Teile, das ist ein fairer Kurs. Wir haben insgesamt 9 Minifiguren. Ist ja nun nicht so meine Stärke, Minifiguren. Ich habe da nicht so viel Wert. Ich lege da nicht so viel Wert drauf. Genau genommen sind es 8 und ein Baby. Das ist denn eine Nano-Figur oder was ist das hier? Warte mal, ich versuche das da mal heil rauszufischen. Das gute kleine Stückchen hier ist die neue Minifigur. Naja, egal. Nicht so wichtig. Gehört da in den Kinderwägelchen rein von der jungen Dame, die da vorne rumsteht, gell? Ja, wollen wir uns das gute Stück doch mal angucken. Wie üblich von außen, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich versuche das mal so gut das geht. Denn das Ganze steht insgesamt auf zwei Baseplates, einer 32x32 und einer 16x32. Also wir haben hier 48x32. Und haben auch, wie ich finde, schon einen ersten imposanten Eindruck, wenn man mal schaut. Das sieht schon nett aus. Also da hat Lego denn doch mal ein bisschen gekleckert und nicht nur, ein bisschen geklotzt und nicht gekleckert. So rum ist richtig. Die haben das schon nett gemacht. Wir finden hier auch Anspielungen auf bisherige Gebäude wieder. Aber da kommen wir dann gleich drauf. Also das Lego, der Lego-Designer oder die Lego-Designer, die das entworfen haben, ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwo eine Anleitung, wo es wohl drin steht, aber ich hatte keine Lust, die zu suchen. Karton habe ich auch irgendwo. Hatte ich auch keine Lust, den zu suchen. Wir wollen uns ja auch das Set angucken. Gut, schauen wir mal erstmal von außen. Ja, wie ihr seht, wir haben in Anführungszeichen drei Gebäude, die wir hier finden. Wir haben hier auf der von euch gesehenen Seite, jetzt weiß ich jetzt mal, links müsste das von euch aus gesehen sein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier richtig hin. Haben wir so das erste Gebäude, drei Etagen halt, in dem Sand Blue gehalten größtenteils. Da drin haben wir unten ein kleines Café. Dann kommt als nächstes ein Musikstudio und obendrauf haben wir ein Ballettstudio, Tanzstudio, so Ballettschule, sowas in der Richtung. Dann haben wir hier in der Mitte ein Gebäude. Da haben wir unten drin einen den Blumenladen. Man sieht das auch schon an dieser kleinen Rose da vorne, dort, ne, die sehr schön gebaut ist, wie ich finde. Da drüber haben wir, jetzt muss ich, mal nachgucken, ich habe das schon wieder vergessen. Ach, da ist der Fotograf, stimmt ja überhaupt, da ist der Fotograf, der da sitzt, ne? War das der Fotograf, ne? Jawohl. Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Das sind so viele Etagen hier. Wir haben hier immerhin, wenn ihr so wollt, 9 verschiedene Räume. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, der Fotograf haben wir da. Und auf der anderen Seite hier drüben haben wir einen Zahnarzt. Dann haben wir oben drauf als letztes, das ist hinten offen, das zeige ich euch gleich. Ja, so ein Open-Air-Grill-Bistro. Das kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich gut zuordnen. Keine Ahnung, was das soll. Und hier oben drauf haben wir eine Wohnung, eine kleine. Ja, wir drehen mal. Achso, hier ganz unten haben wir noch eine Bäckerei. Ganz vergessen. Oder Konditorei, um genau zu sein. Da ist nämlich eine schöne fette Torte, wie ihr schon sehen könnt, im Schaufenster drin. Aber bevor wir nochmal auf einige Details eingehen, gucken wir einmal rundherum. Ja, hier haben wir die Seite. Gibt es nicht viel zu sehen. Farblich hält sich in Grenzen für Lego-Verhältnisse. Die Rückseite wiederum finde ich ganz nett. Das Ganze nimmt sowieso relativ viel Platz ein von den Plates. Wenn ihr mal guckt, da hinten, ich schau mal, da ist nicht so viel Fläche über hinten. Und vorne haben wir zwar diesen Marktplatz, aber da ist ja noch ein Brunnen drauf und so. Das ist ja auch ganz nett geworden. Was ich sehr schön finde, ist auf der Seite hier von euch aus gesehen, wieder links, diese Treppenaufstiege hier. Die finde ich sehr schön. Diese außenliegenden Aufstiege, finde ich, sind gut gelungen. Sieht nett aus. Feine Sache das.
Ja, in der Mitte haben wir dann so ein bisschen Sand Green. Das ist, wie gesagt, von dem Blumenladen. Und auf der Seite haben wir hinten schon ein schönes Ausguckfenster, ein großes von dem Café. Hier haben wir dann noch einen Durchgang nach vorne zu unserem, ja, Marktplatz, nenne ich das mal, oder ja, wie man das so nennt. Ja, die Seiten sind immer sehr uninteressant. Ja, und schon sind wir einmal rum. Flutsch, da sind wir wieder. Ja, vorne drauf, ganz vergessen natürlich das Highlight, der kleine Brunnen hier. Steht da einigermaßen gerade. Ich habe da vorhin so rumgefummelt. Ja, sieht gut aus. Und ich würde sagen, wir machen es wie immer. Nachdem wir jetzt einmal rundherum sind, gucken wir mal, ja, fangen wir mal mit dem Erdgeschoss an. Dazu müssen wir jetzt die Etagen abnehmen. Wir haben einmal die Seite hier. Die packe ich mal da nach da. Na, nicht ganz so weit. Und die beiden Gebäude sind miteinander verbunden. Also das mittlere und das äußere, die gehören immer zusammen. So. Da haben wir das ganze gute Stückchen. Dann wollen wir doch mal gucken, dürfte hier was rausfallen? Höchstens das Kind. Dann bringen wir das Kind doch mal in Sicherheit, bevor es... So, das fahren wir mal zur Seite. Und ansonsten bestimmt irgendwelche Kleinigkeiten, die mir... Ah, da vorne sind Schaufeln und so. Naja, wir versuchen es mal so gut es geht. Wollen wir uns das mal ein bisschen näher angucken. Also da vorne haben wir, wie gesagt, das Café auf eurer linken Seite jetzt, was da reinguckt. Wir haben dann so einen süßen kleinen Wuffi, der da vorne auf dem Stuhl sitzt. Ich würde mal sagen, Frühstück für Odin. Naja, egal. Also ein kleiner Hund, der da sitzt auf so einem netten... Ja, Bar oder Hocker mit so einem kleinen Tisch. Da drinnen sehen wir dann schon das Café. Schöne Lampen haben wir, so eine schöne Markise obendran haben wir. Wir haben ein schönes kleines gebautes Logo über dem Eingang, damit dieser Kaffeetasse und diesem weißen Feuersymbol, was ja hier dann eher so einen schönen Dampf darstellen soll. Sieht sehr, sehr nett aus. In der Mitte haben wir dann diesen schön gebauten ja, Springbrunnen, würde ich mal sagen, mit dieser schönen silbernen Kugel da drauf. Sieht ganz nett aus. Da hinten seht ihr dann den Blumenladen, ne, mit diesen, wie gesagt, hübsch gebauten kleinen zwei Rosen. Vorne in der Auslage haben wir da auf der einen Seite so ein paar Schäufelchen und Besen, auf der anderen Seite so ein paar Blümchen. Und hier drüben haben wir dann, na komm her, da haben wir dann unsere Konditorei. Interessant daran sind die Fenster, das sind die Tür, wie sagt man so schön, ich komme nicht drauf, die haben wir bei der Eckgarage auch haben. Diese großen Rolltore, Entschuldigung, ich kam nicht drauf, diese durchsichtigen, die jetzt hier quasi 90 Grad gedreht werden, in die Bricks eingesetzt werden und damit ein besonderes, wie ich finde, Fensterdesign ergeben. Da haben wir eine schöne große Hochzeitstorte oben drauf, kann man so ein bisschen erkennen, sollen mit so drei kleinen Roundplates und der Fliese oder was das ist, haben wir halt das, die Braut, ne, mit weiß, gelb, weiß und den Bräutigam mit irgendwie, weiß nicht, schwarz, gelb, braun. Sieht sehr nett aus, auf jeden Fall. Ja, so viel von außen. Gucken wir mal, dass wir da so gut es geht reinschauen. Wir fangen wieder auf der Seite mit dem kleinen Kaffee an. Da haben wir die Barista, ne? Die, heute würde man das so sagen, eine kleine Barista, die da ihren Job tut halt. Ja, wir haben da unten eine kleine Couch gebaut. Da fährt schon der Besen raus, das ist nicht so schlimm. Wir haben eine schöne Couch gebaut im unteren Bereich, wie ich finde. Die ist sehr schön mit diesen Steinen da angedeutet. Die sieht so richtig schön flauschig aus. Da mag man sich richtig schön reinsetzen. Dann haben wir einen kleinen Tisch. Darauf haben wir dann so eine kleine Kuchenecke noch. Da hinten haben wir die Kaffeemaschine im Hintergrund. Schön gefliest das Ganze. Dann haben wir da den Durchgang nach hinten raus. Hier hätte man hinten vielleicht noch so eine kleine Sitzecke auch hinbauen können. Wäre vielleicht nochmal ganz nett gewesen. Ja, sehr hübsch. Dann seht ihr da den Durchgang jetzt. Da seht ihr nochmal so ein kleines Tischlein mit den beiden Hockern. Da seht ihr nochmal die Blumenauslage beim Blumenladen. Da seht ihr noch die Schaufel, die gleich bestimmt auch rausfällt. Und dann kommen wir zum Blumenladen an sich. Wie ihr seht, einfach gefliest, ganz nett. Da steht eine junge Dame, die da hinten halt verkauft. Ein bisschen Geld liegt auf dem Tresen. Wir haben ein paar Blumen in der Ecke, da hinten ein paar Blumen. Ja, da hätte so ein Papageien. Da hätte ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen was dazu getan. Vielleicht noch mal irgendwie ein schönes Regälchen, Regal, also ein kleines Regal irgendwie mit ein paar Sachen drauf, Blumentöpfen. Da hätte es ein bisschen mehr sein dürfen. So, und da ist die Schaufel auch rausgefallen. So, und dann haben wir hier unseren kleinen Konditor. Da haben wir auch ein kleines Play-Feature, so schauen wir uns gleich nochmal an. Der hat auch so rumdrehen. Da seht ihr, hinter ihm hat er so eine schöne Auslage. Das zum Beispiel hätte ich auch mir auch im Blumenladen gewünscht. Irgendwie so ein kleines Regal mit einer Auslage. Ja, auch er hat eine kleine Kasse, dahin hat er seinen Ofen. Was ich sehr lustig finde, die Treppe läuft über den Ofen. Da kriegt man warme Füße, so viel steht fest. Dann haben wir da nochmal ein paar Törtchen in der Auslage. Ja, und da unten haben wir halt die große, große Geburtstagstorte. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen, auf den Kopf gestellt jetzt das Ganze. Ja, sehr nett. Sehr, sehr viele kleine Details. Ich gucke mal, dass ich das da wieder reinkriege. Huch, einmal und zweimal. Ah, ich habe hier wieder rumgebaut, Entschuldigung.
Ja, nett, oder? Sieht gut aus, ne? Macht auch beim Baum sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, wir haben das meiste hier gefliest. Wie gesagt, hinten spart Lego ja mal gerne ein bisschen weg. Lässt uns Raum für unsere eigene Kreativität. Das ist das richtige Wort. Sie sparen nicht, sie lassen uns Raum. Ne? Platz lassen. Ja, schön gebaut. Auch hier hatte ich gar nicht angesprochen. Hier vorne auch so einen schönen Vorbau mit diesen Curved Slopes. Oder naja, das sind ja teilweise Arches, so halbe. Sieht nett aus. Das Brezel da vorne. Ja, fein gemacht. Dann haben wir unsere zwei typischen Lampen hier natürlich vorne einmal da. Und da in der Mitte nochmal. Die kennen wir ja eigentlich zu Genüge. Brunnen hatten wir uns angeguckt. Schöne Eingangsmuster hier vor den Türen haben wir gebaut. Bei der Konditorei und auch bei dem Kaffee. Also haben sie schon... Haben sie schon nett gemacht. Ich finde es gut. Mir gefällt das Ding. So, dann können wir die Dame hier wieder... Oh, ich habe sie samt 1x1 rausgenommen. So, dann kommt sie wieder dahin. Ich schiebe das mal so zur Seite. Ja, jetzt wird langsam eng. Wir machen mal weiter mit dem St. Blue-Gebäude. Gucken wir uns das erstmal zu Ende an. Das ist jetzt das Gebäude, was wir halt über der kleinen, dem kleinen Cafeteria haben, da, oder wie man es nennen möchte, wie sagt man heute, neben dem Starbucks, würde man sagen, oder ähnlich, oder vergleichbar. Ja, von außen einmal klar, hübsche Fenster, ne, oben sind leider keine Fensterscheiben drin, und hier an den Seiten auch nicht, nur hier einmal in der Mitte. Bei diesem Modell hatte ich tatsächlich einmal ein Fehlteil. Ich bin mir da relativ sicher. Und zwar fehlte mir einer von diesen Paneelen, diese unteren hier, diese 2x3x1. Na, da fehlte mir tatsächlich. Habe ich problemlos nachgesendet bekommen von Lego, war kein Problem. Aber ich war überrascht. Ich habe gesucht, alle Tüten auf den Kopf gestellt, mein Bautisch hier fünfmal umgekrempelt. Ich habe es nicht gefunden. Also gehe ich mal von der Wahrscheinlichkeit aus, dass es wirklich von der Wahrscheinlichkeit aus, dass es wirklich gefehlt hat. Gut, nochmal nach außen. Wie gesagt, so ein bisschen Sand Blue mit Tan Farm und Dark Tan. Sehr schön gehalten. Dieses kleine Eckfenster finde ich sehr schön gemacht. Das sieht rundherum schick aus, das Gebäude erstmal. So, innen drin haben wir jetzt, wie gesagt, hier so einen kleinen Musikladen. Hier kommen wir halt einmal hoch. Da kommen wir unten von der Cafeteria direkt rein. Wir haben da den Verkäufer stehen mit so einer coolen Friese. Könnt ihr ihn erkennen? Ja, so geht das, ne? So ein bisschen Rockstar, Hillbilly-mäßig. Wir haben hinten an der Rückwand haben wir so zwei Gitarren. Einmal so eine E-Gitarre und einmal eine schöne Akustikklampe. Kleines Schlagzeug steht da. Ja, ein Saxophon. Ja, Registrierkasse. Und das war es eigentlich auch schon. Hier hätte ich mir irgendwie nochmal eine kleine Fliese an der Wand gewünscht mit irgendeinem netten Druck drauf. Irgendwie, es gab doch irgendwie bei dem Diner gab es doch dieses Rock'n'Roll oder irgendwie sowas gab es da, meine ich, als Fliese. Das hätte hier ganz gut reingepasst, ne? Ja, nett. Also, ist gut geworden. Mehr geht immer, würde ich sagen. Aber das ist schon nett. Das Schlagzeug finde ich gut gebaut, da mit den ganzen kleinen Satellitenschüsseln und so. Das haben sie hübsch gemacht. Das ist ein schönes, kleines Musikstudio, würde ich mal sagen. So, ja, außenrum haben wir bei der dritten Etage, dann oder zweites Obergeschoss, im Endeffekt gleich gebaut. Hier haben wir gleich gebaut, wie eben gerade bei dem Musikstudio. Auch hier haben wir eine kleine Tür drin, haben wir das da auch. Ne, beim Musikstudio haben wir keine Tür. Hier können wir raus, haben so einen kleinen Mini-Balkon hier vorne. Sehr nett. Aber ansonsten exakt dasselbe. Vom Grundriss ist da kein Unterschied. Hier wieder unser Aufgang. Ne? So, machen wir mal so wieder. Wir haben da hinten eine wunderschön verspiegelte Fliese hinten. Oder nein, ist ja keine Fliese, ist ja so ein Spezialteil, was da halt nur eingeklemmt wird. Wirklich sehr, sehr schön. Wir haben da eine kleine prima Ballerina, die da halt ihre Tanzübungen macht. Und wir haben noch als kleines Highlight ein schön gebautes Klavier. Da haben wir keine bedruckten Teile. Das unten sind in weiß die entsprechenden Fliesen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe bei diesen Dingern immer wieder so einen Aussetzer. Ne? Gitterfliesen, danke. Die sie da gebaut haben. Und es sieht, wenn man so guckt, wunderbar aus wie ein Klavier. Also die Tasten, die weißen und die schwarzen Tasten, das ergänzt sich sehr, sehr schön. Haben sie toll gemacht. Ne? Das finde ich ist ein nett gebautes kleines Klavier. Kann sich sehen lassen. Kleiner Hocker davor. Ansonsten haben sie hier auf der Etage wirklich... ja, gut. Ich meine, andererseits, wenn das jetzt wirklich ein Ballettstudio ist... Ich wüsste jetzt auch nicht, was da noch so reinkommen könnte, würde. Noch eine zweite Paletttänzerin, eine Ausbilderin hier oder Lehrerin oder wie man sagt. Keine Ahnung. Naja, nett geworden. Ja, das Dach schlicht, ne, gehalten, einfach oben schön in weiß.
mit diesen Absätzen. Ich glaube, hier orientieren sich so ein bisschen an der Brickbank. Hier dieses Dachfenster haben wir dann hier nochmal drauf und hier noch so eine Dachluke, wo wir dann oben auch rauskommen entsprechend. Ansonsten finden wir auf dem Dach nichts weiter. Dieses Dachfenster so ähnlich haben wir bei dem Detective's Office zum Beispiel. Da sind allerdings noch ein paar Fliesen oben drüber. Ja, das ist sehr, sehr nett geworden. So, dann kommen wir mal zum anderen Teil. Ich schiebe das mal hier rüber. Moment. Ja, geht das? Jo, sehr schön. Dann kommen wir mal zum nächsten Teil. Oha, da klappert schon was. Ah, es fällt nicht raus, ist im Schrank drin. Haha. So, hier haben wir einmal einen Fotografen und den Dentist. I'm a Dentist. Na, wer weiß, aus welchem Film das ist. Oder genau genommen, ist es ein Musical oder eigentlich sogar, glaube ich, ursprünglich mal ein Theaterstück gewesen. Ein Musical-Theaterstück. Ja, egal, ich rede Quatsch, ich kenne mich da eh nicht mit aus. Fangen wir mal mit dem Fotografen an hier. Ja, der hat da, wie ich finde, das Schönste überhaupt hier im Set. Nein, aber die gebaute Kamera hier, so eine richtig schöne Oldschool-Kamera mit so Belichtungsplatten drin wahrscheinlich. Er hat einen wunderschönen Bart, den muss ich euch dann nochmal zeigen. Kennt ihr wahrscheinlich von den Minifiguren, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber es ist so schön klischeehaft. Es ist so schön klischeehaft. Ah, herrlich. Da ist sich denn Lego ja auch zu nichts zu schade. Ne? Hier haben wir dann auch wieder eine klitzekleine Anspielung hinten. Das Foto an der Wand, das finden wir dann auch in der Brickbank. Ich vermute mal hier, Monsignore, wie heißt er? Chirac? Nein, der Fotograf. Und keine Ahnung, André hat das Foto gemacht, hat gesagt, gucken Sie ernst. Oh, ganz ernst, Sie sind der größte Chef von Welt. Ja, mein Französisch lasse ich mal lieber. Egal, aber wir haben eine hübsch gebaute Kamera. Wir haben auf der anderen Seite so diese Endlos-Leinwände, jetzt könnt ihr das ganz gut gucken, die wir hier mit den Brick Arches da gebaut haben. Das sieht sehr nett aus. Wirklich, wenn mal in so einem Fotostudio war, die haben da so meistens grau oder weiße Wände, die oben so runtergerollt werden und dann nach unten weglaufen, um halt eine saubere, gleichmäßigen Hintergrund zu erzeugen, ohne zu viel Schatten oder Schatten werfen. Das ist nett geworden. Ansonsten ist da nicht viel zu sehen in diesem kleinen Fotostudio. Was schön ist, die Fenster sind oben so mit so weißen Fensterteilen versehen. Also die sind extra nicht transparent, sondern sollen so ein bisschen so diese Abdunklung darstellen. Und schöne schwarze Fensterrahmen haben wir hier auch. Also ist nett gebaut. Ist auch alles eine halbe Noppe nach hinten gesetzt, die Fenster, wenn ihr mal guckt. Das haben sie ganz nett gemacht. Auch wiederum sehr, sehr interessant ist, dass man direkt von der Tür zum Zahnarzt kommt und darüber erst raus und kommt und naja, finde ich ein bisschen merkwürdig. Hätte man hier nochmal, also Entschuldigung, der kommt ihr halt direkt hier beim Zahnarzt raus, ne, da falsche da, also von hier aus kommt ihr direkt zum Zahnarzt rein und dann könnt ihr zwar hier wieder rausgehen, aber ich finde das schon manchmal ein bisschen sehr interessant, wie Lego da so, da hätte man doch irgendwie noch eine kleine Wand setzen können oder so, oder ich weiß nicht, hier irgendwie eine Wand, dann wäre das der Flur. Ah, egal, ich meckere ja schon wieder. Will ich ja nicht. Will ich auch völlig nicht, weil das Set ist eigentlich ganz nett. Ja, und da haben wir dann unseren kleinen, ja, Zahnarzt, beliebtester Beruf auf der Welt, bei den meisten Leuten. Naja, hat einen schön gebauten Zahnarztstuhl da in der Ecke. Wir haben so einen schönen kleinen Erker da, wo man rausgucken kann. Auf der Rückseite hat er eine schöne kleine entspannte Fliese hier. Wo ist sie? Da. Ne, mit ein paar Segelschiffen, wo man dann leider nicht drauf gucken kann, wenn man im Zahnarztstuhl sitzt, um sich zu entspannen. Nein, naja, man kann über den Erker nach draußen gucken. Auch ganz nett. Wir haben dann da noch so ein kleines, hübsch gebautes Waschbecken. Das ist dann auch auf die Seite gedreht, der Fensterrahmen. Da ist dann auch tatsächlich eine kleine Fensterscheibe drin. Das ist sehr nett geworden. Und was da immer so klappert, ich hoffe mal, dass ich das nochmal reinkriege, ist da oben drüber. Da seht ihr hier oben, da ist ein kleiner Schrank mit einer durchsichtigen Tür. Und da sind so zwei Round Bricks drin, einmal eins, die da ja, irgendwas andeuten sollen halt. Ne? Telefon hat er noch draufstehen auf seinem kleinen Empfangstresen. Aber schon schön, wenn man reinkommt und zum Fotograf will. Ich stelle mir das immer so gerade vor, so, ja, ich will zum Fotografen ein neues Passbild machen lassen. Ne? Natürlich biometrisch korrekt, muss ja sein, ja, zumindest ab nächstes Jahr. Und dann sitzt damit einmal und quält irgendjemand, zieht gerade einen Zahn und bohrt und der lassen wir das. Ich habe zu viel Fantasie. So. Ja, komm her. Falsch. Ne? So, passt. So, einmal das Dach noch ab. So, und dann kommen wir zur letzten Etage hier im Endeffekt auf dem Ganzen. Oh, was ist das? Ach ja, das nehmen wir erstmal raus.
Das ist eine kleine Anspielung, da kommen wir gleich noch zu. Ja, von außen nochmal angeguckt, hier haben wir eine nette Anspielung so ein bisschen auf das Pariser Restaurant. Allerdings sind das hier zwei Schaufeln. Das ist sehr, sehr interessant. Da wurden zwei große Technikschaufeln genommen und wurden hier entsprechend befestigt. Sieht nett aus, ne? Wenn man das so dahin baut, sieht halt aus wie so ein, ja, so ein Blechdach, so ein großes irgendwie, ne? So gerade so französisch angehaucht, da kann man sich das gut vorstellen. Das Dach sieht nett aus. Auch hier haben wir wieder einen kleinen Erker. In dem Erker könnt ihr, deswegen Le Francois, ja, wer ist das? Das ist das Pariser Wahrzeichen, der Eiffelturm, den ihr seht. Ja, genau, das soll der Eiffelturm sein, den ihr habt. Das Zimmer hier oben ist, denn, das schauen wir uns da an, hat ein paar nette Anspielungen drin auf diverse Lego-Sets. So, ja, und da ist das, was ich meinte. Man kommt da hoch, kann da raufgehen, hat da zwei Sitzplätze, hat da irgendwie so ein Grill da in der Ecke mit Kamin irgendwie. Das andere da in der Mitte, weiß ich nicht, ist das was? Oder hängen da nur die Tassen und die Pfanne dran? Ich weiß nicht. Also das da oben kann ich nicht so richtig zuordnen, ob das so ein Dachbodengrill, Dachboden, sag ich schon, so ein Dachgrill sein soll. Ich weiß nicht. Sehr nett, aber hier an der Seite da haben wir dann mit diesem Brick Modified so ein Tritt gebaut, womit man dann aufs Dach raufkommt, wenn man mal Dacharbeiten ausführen muss. Das sind so Details, die finde ich dann wieder nett, dass man daran gedacht hat, dass man ja eventuell aufs Dach muss mal, ne, der Handwerker. Ja, und dann kommen wir halt zu dem Zimmer. Da an der Ecke haben wir mal wieder einen WC. Daran denkt Lego immer gerne, allerdings vergessen sie immer wieder die Waschbecken. Also mit der Hygiene, was die Hände angeht, hat Lego das nicht so. Muss ich dann erst wieder in die Küche, um mir dann da die Hände zu waschen. Das hatten wir, glaube ich, auch bei der Eckgarage, bei der Corner Garage. Naja, da haben wir auf jeden Fall eine nette kleine Küche, ne, mit so ein paar Herdplatten. Dann habt ihr da so ein Thermostatanzeige, was das sein soll. Und drunter den Backofen mit transparenter Tür. Naja, oben so ein kleines Regal und noch einen kleinen Schrank. Sehr, sehr nett. Kann man nicht anders sagen. Da oben haben wir dann, ja, die Fliese mit Brücke, kennen wir schon, mit Brücke, ja doch, die Brückenfliese. Da oben drauf sollen wohl auch über diesem schönen kleinen roten Sofa haben wir auch eine Anspielung auf so ein paar nette kleine Sets. Wobei, da muss ich echt lügen, da konnte ich jetzt noch nicht so genau schlau draus werden, was das sein soll. Da möge man mir helfen, das ist mir so genau nicht mehr eingefallen. Da vorne haben wir dann, upsala, einen kleinen Teppich und da haben wir auf dem Grün haben wir dann eine kleine Eisenbahn im Endeffekt, ne, mit so einem Tunnel. Da oben drauf, mal sehen, wo kriege ich das am besten rein. Da oben haben wir dann einmal den Bulli. Hier oben, wo ist er? Da, das soll der Bulli, denke ich mal, sein. Was das dahinter sein soll, darüber kann man jetzt wieder raten. Das kleine schwarze Ding da. Was kam nach dem Bulli? Ich weiß es nicht mehr. Kam da schon der Mini? Egal. Und auf der Fliese, die ich eben gerade rausgenommen habe, haben wir dann eine relativ eindeutige Anspielung. Und zwar ist das der Karton von dem Corner Café. Das war ja das erste reguläre, modulare Gebäude von Lego. Das ist eine schöne bedruckte Fliese, die hier hinten in der Ecke steht. Die dann halt immer gerne rausfällt, wenn man nicht aufpasst. Naja, und hier oben wohnt definitiv ein kleiner Lego-Sammler. So viel steht da. Achso, ja, und natürlich den Eiffelturm, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Ne? Da nochmal in der Ecke, da steht der Eiffelturm. Ne? Nett angedeutet, haben sie echt hübsch gemacht. Gibt's nix, feine Sache. Und zuletzt der Hut. Haben wir dann hier noch wieder das Dach. Auch hier finden wir so schöne Anspielungen ans Pariser Restaurant. Auch von den Farben her haben wir da schöne Anspielungen dran. Das ist nett. Alles sehr, sehr nett. Nett. Der kleine Bruder von nicht so schön. So. Ja. Damit haben wir uns jetzt einmal schön das Stadtleben alias das Assembly Square 10255 von Lego angeguckt. Wenn ihr modulare Gebäude mögt und das noch nicht haben solltet, es ist definitiv ein Kauf wert. Ich weiß jetzt nicht, wenn man das woanders kauft, ob es das jetzt außerhalb von Lego noch gibt. Ich meine ja, müsste es zumindest. Habe ich jetzt nicht geschaut eben gerade. Ich war nur auf der Lego Homepage, da ist es noch gelistet. Aber da es von 2017 ist, gut, wir wissen nie genau, wie lange Lego Sets manchmal laufen lässt und wie lange nicht. Sie haben jetzt tatsächlich ja mal wieder was neu aufgelegt. Jetzt gerade ist rausgekommen die schöne Saturn 5. Irgendwo da hinten sieht man sie. Da. Seht ihr sie bei mir stehen? Ich habe noch die alte Ausgabe, also die erste. Aber es gibt sie jetzt wieder. Und soweit ich weiß, ist sie 1:1 genauso. Hat wohl irgendwie ein Teil mehr oder weniger. Keine Ahnung, was da geändert wurde. Aber im Großen und Ganzen soll sie wohl gleich sein. Ich finde es gut. Mich würde es freuen, wenn sie andere Sets auch mal wieder auflegen würde, die ich noch nicht habe, die man sonst nur zu horrenden Preisen irgendwo kaufen müsste, wenn man sie original von Lego haben wollte oder original verpackt haben will. Wäre ich mal ganz froh drum, wenn die mal wieder das ein oder andere Set auflegen würde. Aber okay.
man wird ja Wünsche haben dürfen. Gut, wie gesagt, ist ein schönes Set. Ich kann es echt nur empfehlen. Macht beim Bauen echt viel Bock, echt viel Laune. 4002 Teile ist schon ganz ordentlich. Wie gesagt, für Lego-Verhältnisse ist das riesig. Gerade jetzt angekündigt, also ich habe heute hier 13. November 2020, ist jetzt gerade raus, dass das Kolosseum kommt. War schon länger Spekulation, aber jetzt gibt es halt auch Bilder und erste Reviews und so weiter. 9036 Teile. Aber ich glaube, vom Bauspaß hält sich das in Grenzen, weil man baut die ganze Zeit quasi das Gleiche. Ich würde es mir nicht zulegen, ist mir zu monoton. Und zu groß. Ich habe heute erstmal wieder ein bisschen aufgeräumt. Der Dachboden wird langsam voll. Ich muss wohl doch langsam mal ein bisschen was, mich von irgendwas trennen. So, ja, damit bin ich denn jetzt durch, was meine modularen Gebäude angeht. Ja, es wird noch neue geben, also wenn die dann kommen, die werdet ihr dann zusammen mit mir erleben. Also sicherlich wird auch das noch aktuelle Lego-modulare Gebäude, der Bookshop, den muss ich mir auch irgendwann nochmal zulegen. Nächstes Jahr gibt es ja schon wieder was Neues, vermutlich. Es gibt die großen Panlos-Dinger da. Pff, boah, Platz. Ich habe so ein bisschen, einerseits habe ich Bock drauf, andererseits Platz. Mal gucken. Man wird sehen. Mold King hat ja auch noch so ein paar Sachen, die jetzt kommen, die nett sind. Also der Markt für modulare Gebäude ist schon nett. Und worauf ich eigentlich immer heiß bin, meine Jungs von Global Bricks, es ist was angekündigt, ich habe noch nicht wieder nachgeguckt, jetzt länger nicht. Ich drücke denen die Daumen, dass da nochmal was kommt. Mich würde es freuen. Ich finde die Tool so klasse und ich würde mich echt freuen, wenn die noch mehr Sets rausbringen. Gut, genug Geschwafel an dieser Stelle. Aber an dieser Stelle nochmal wieder ein kleiner Hinweis an den 6.12. Da gibt es dann noch wieder Bricks for Kids von dem Steinfluencer. Da gibt es eine schöne kleine Auktion. Da könnt ihr diverse Klemmbaustein-Sets ersteigern. Nicht nur Lego-Sets, auch andere Sets, seltene Sets, wirklich sehr seltene Sets. Also ne, guckt mal, was ihr so an Weihnachtsgeld kriegt. Wie gesagt, bei Michael Reimann, dem Steinfluencer oder MC Rhyme, je nachdem müsst ihr mal googeln, müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Am 6.12. gibt es dann einen schönen großen Livestream mit, wie gesagt, Versteigerungen zusammen mit der Hedda und dem Blockstar. Und ja, ich werde da sicherlich auch mal versuchen, das eine oder andere zu ersteigern, so ein paar Sachen. Bin ich auch neugierig drauf. Mal gucken, was mein Geldbeutel so hergibt. Aber auf jeden Fall ist das für einen guten Zweck, das hatte ich noch ganz vergessen, und zwar geht das für den Trauerlandverein. Mehr dazu wie immer in der Videobeschreibung und ich verlinke sonst auch nochmal ein paar Videos von dem Steinfluencer. Gut, dann danke ich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn das jetzt kein neues Set ist, aber trotzdem mal so ein bisschen mein Gelaber dazu gehört habt jetzt. Und ja, noch gibt's das, also überlegt es euch, bevor es dann mal wieder vom Markt ist, dann jaulen alle wieder rum nachher, wenn es dann teuer wird. Ja. Danke, dass ihr zugesehen habt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht habt. Und drückt gerne auf die Glocke, dann werdet ihr mal angeglockt, wenn es was Neues gibt. Ja, bis dahin noch einen schönen Tag und bis bald.